Ja, hey Leute und damit herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Und das ist nicht nur irgendeine Folge, nein, es ist die 100. Let's Play Minecraft Folge. Erstaunlich, dass wir überhaupt so weit gekommen sind, hätte ich, wenn ich ehrlich bin, ja nicht mitgerechnet. Ich hatte ja früher schon mal einen Let's Play Kanal, noch mit meinem alten Namen, der immer noch mein Ingame Name ist, wo ich, also in Spielen nenne ich mich Freak Forcy für die Leute, die es nicht wissen. Da hatte ich schon mal einen Let's Play Kanal, da hatte ich nach 15 Parts bei dem Let's Play aufgehört, weil ich das mit dem Rendern nicht mehr hingekriegt habe und ja, deswegen habe ich nicht damit gerechnet, dass das jetzt so viel wird, aber mir macht es immer noch Spaß. Und warum soll ich dann aufhören? Ja, und ja, lange angekündigt war es, was wir in dieser Folge denn so machen werden. Und zwar gehen wir mal hier in unser provisorisches Dingsbums, was natürlich noch ausgeschmückt wird und alles. Wir haben das nur gemacht, dass wir halt hier reingehen können in der 100. Folge. Ich weiß, es ist nichts Besonderes. Viel Specialiges können wir noch nicht machen mit unserer momentanen Ausrüstung. Ich werde versuchen, zum 200er Special halt den Drache zu töten, wenn wir da unsere Diamantrüstung zusammen haben. Ja, aber 200er Special ist erst in genau 100 Folgen. Also, ja, tauchen wir mal ein in die Hölle. Huch, leck, 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 leck. Ja, ich lasse ihn erstmal die Welt aufbauen. Ah, da haben wir doch gleich, oder? So, er baut hier noch ein bisschen auf. Ich würde vorschlagen, wir bleiben hier dann auch erstmal noch ein bisschen stehen. Es wird besser, ja, es wird besser, es wird besser. Ich guck mal gerade, ob ich überhaupt... Hallo? Ah. Haha, wir machen das natürlich richtig. Oh mein Gott. Das könnte zwar eine ganze Menge Level hier geben, aber es ist auch ziemlich gefährlich. Die hier sind zwar nur Agro, wenn man... Hallo, wenn man die Gruppen angreift, aber trotzdem. Okay. Ach, komm schon. Oh, ziemlich episch, ne? Schon ziemlich episch. Alter, jetzt hör doch auf mit deinen Kack-Standbildern. Ich hoffe, das liegt daran, dass der die Welt gerade aufbaut. Naja, in der Hölle kann es ja nicht liegen, wirklich. Und die Render Distance ist auch nicht so sehr weit. Ach komm. Leck mich am Arsch. Ach. Komm, ich will ein schönes 100er Special aufnehmen und dann möchte ich daran jetzt nicht so eine Scheiße erleben, okay? Ich guck mal kurz nach, bevor ich mich da jetzt noch länger mit rumschlage, ob das jetzt nur vom Aufbau war oder ob irgendein Prozess gerade offen ist, der nicht offen sein soll. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob es jetzt weg ist. Ich hoffe einfach mal. Oh mein Gott. Och, nee. Lass mich doch. Oh mein Gott, wollte ich gerade sagen. Ich muss mich hier erstmal kurz zurechtfinden. Ja, unser Equip hätten wir vielleicht auch erst auffrischen sollen, aber das wird schon passen. Ach komm, da ist doch kein Zustand so. Ich hoffe, das beruhigt sich noch. Mit diesen Kackstandbildern. Da haben wir unser Portal. Hier haben wir Lava. Und was haben wir sonst noch in unserer Hölle? Ich würde mich ja über eine Festung freuen. Ich weiß gar nicht, ob ich die von Weitem erkennen würde. Aber ich glaube, die ist schwer zu übersehen. Die hat, glaube ich, solche großen Stützpfeiler und so. Ach komm, mach hinne. Hallo? Oh, das ist doch kacke so. Dann laufen wir mal... Ja, ich würde sagen, hier hoch, ne? Ach komm schon! Boah, leck mir den Sack. Ich guck noch mal kurz. So, da sind wir jetzt wieder. Ich habe jetzt mal gerade die Render Distance runtergestellt. Und werde mal gucken, ob es daran gelegen hat. Wir werden es gleich sehen. Eigentlich hatte ich aber 30 Frames. Naja, jetzt habe ich 60. Ich habe mal die Render-Distanz eine Stufe runtergestellt und... Ja, man kann noch mit leben, würde ich sagen. So. Ich möchte mein Schwert nicht zu viel benutzen, weil die schon ziemlich schnell tot sind und dann alle kommen. Und dann ist das Schwert schneller kaputt, als du Piep sagen kannst. Hallo? Was habe ich überhaupt alles mitgenommen, ich Depp? Fällt mir jetzt ein, weil ich hier alles mitgenommen habe. Ja, wow. Ich freue mich, wenn ich meine Großmembrane habe, dann kommt das auch was besser rüber. So weit wie gerade eben. Ja, ja, ich hätte mir eindeutig Eisen mitnehmen sollen für Rüstung. Habe ich aber nicht. Na super. Hm.
Okay. Ich habe auch gar kein Optifine drin, merke ich. Ach, Seelensand ist das hier. Der sieht aber komisch aus mit dem Pack, muss ich anmerken. Ein bisschen sehr komisch, ja. Ich bin gerade was ruhiger, obwohl hier eigentlich gar nichts passiert. Ich versuche nur, einen etwas geeigneten Weg nach unten zu finden, der nicht gerade so, ja, gefährlich halt ist. Haben wir hier irgendwo was? Hallo, hallo? Da geht's zwar runter, aber eigentlich nie. Ja, Alter! Willst du mich verarschen? Das ist eigentlich was scheiße, um da runter zu gehen. Hm. Ich weiß ja nicht. Hier sieht's doch besser aus. So. So. Hallo. Hallo, Herr Schwein. Da geht es jetzt direkt wieder hoch. Ach komm, hör auf mit deinen Kackstandbildern. Da haben wir uns, genau an der Klippe ist unser Portal. Gut, dass wir am Anfang nicht runtergefallen sind. Na, geht hier irgendwo noch weiter runter? Oder sind wir hier auf der untersten Ebene der Hölle? Ich glaube, da wo die Lavaseen sind, ist die unterste Ebene, aber ich weiß nicht. Ja, tiefer wird es hier nicht gehen, okay. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen durch die Gegend schludern. Und, ja. Wenn das denn möglich wäre. Wir haben auch noch kein Heliumballon hier, Gast gesehen. Aber Essen. Ich glaube auch nicht, dass wir ohne Essen und alles hier die ganze Folge aushalten werden. Und beziehungsweise ohne neue Rüstung. Von daher werden wir wahrscheinlich einmal zwischendurch kurz hier raus müssen. Ja, ich hätte mir ja echt gewünscht, eine... Oh nein, ich will so nicht eine Stunde zocken. Ich hätte mir ja echt gewünscht, eine Festung in der Nähe vom Portalspawn zu haben. Aber ich glaube, der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen. Mein Gott, das geht aber auch schnell weg. Und dann noch mit der Effizienzhacke. Hier kannst du ja gar nicht mehr richtig bauen. Er haut direkt 10.000 Stück weg. Hm, nochmal da hingehen, wenn wir da noch nicht waren. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Dann gehen wir mal dahin. Hallo? Hallo? Och, das ist... Was sind das denn für komische Frame-Einbrüche die ganze Zeit? Och, ey. Ich glaube, ich installiere mir gleich Optifine. Obwohl ich mit 60 Frames gerade spiele. Hm. So habe ich mir den Höllengang bisher auf jeden Fall nicht wirklich vorgestellt. Oh mein Gott. Ich habe immer Angst, dass so ein Schweinekrieger von hinten kommt und uns erstmal drei... Da ist doch gerade Feuer gekommen, oder? Ich glaube, da ist gerade... Ich glaube, da ist gerade... Naja. Na, da denke ich die ganze Zeit, ich laufe weiter bei dem Leck. Hm. Ist mir auch ein wenig zu gefährlich. Das kann doch nicht angehen. Was haben wir denn hier für eine Scheißhölle? Einfach nur Bullshit. Ach, Mann. Dann noch immer diese Kack-Frame-Lags. Geiles Wort. Oh, ist hier gerade einer verbrannt? Weiß ich nicht. Was war das? Hm. Gibt's Fledermäuse auch in der Hölle? Ich weiß nicht. Ach, Mann. Hier muss man doch irgendwo mal einigermaßen runterkommen, wo man auch nicht dann direkt bei Lava ist. Irgendeine schöne Stelle muss man... Irgendein schönes sonniges Plätzchen. Hier, schaut's euch an da oben. Hier, 60 Frames.
Und gleich fängt es eh wieder an mit den komischen Standbildern. Deswegen manchmal, wenn ich an Klippen gehe, jetzt schon mal direkt Shift. Falls wieder so ein... Ja, wir haben echt noch keinen Heliumballon gesehen. Wo ist denn der? Wow, 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 wow. Er schreckt mich doch noch mehr. Wo ist denn der? Ach, hä? Hallo? Ach, da bist du. Hallo. Och, Mann. Warte mal. Wir haben nicht zufällig... Nein, wir haben natürlich keinen Bogen. Doch, wir haben den Bogen dabei. Aber natürlich keine Pfeile. Ach, komm doch mal eben hier hin. Ist doch scheiße so. Komm, 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 komm. Oh. Oh nein, ich brenne. Nein. Warte, sagst du, hier sind zwei? Wow, wow, wow. WTF. Was ein Hagel, Alter. Ich bin mal eben hier weg, ne? Oh, das wird mir da gerade ein bisschen zu bunt. Ich gehe mal da lang. Ist das eine gute Idee? Ich glaube ja eher nicht so. Nein, eher nicht so. Ich habe richtig geglaubt. Alter, WTF, hier brennt alles. Lass mich hier hoch. Hilfe. Durch hier. Alter, WTF. Ich glaube, ich versuche... Och, kannst du dich nicht einfach mal verpissen? Oh, du Fotze! Alter! Scheiß drauf, dass das hier alles scheiße aussieht. Mit Scheiß drauf, dass das hier alles scheiße aussieht. Mit Erde. So, kann ich mich hier jetzt eben kurz irgendwo verstecken? Ja, anscheinend wohl. Oh, wir sind so weit weg vom Portal. Wir sind so weit weg vom Portal. Ich lauf mal da. Ich lass mal F3 kurz offen und versuch mal das Portal wiederzufinden, okay? Ich hoffe, das ist okay. Heute wird das da oben weniger, aber da unten natürlich mehr bei den... Koordinaten. Wo sind denn die scheiß Gäste? Nein, nein. Ah. Boah, haben die das jetzt gerade zerbombt? War das nicht hier? Boah. Komm, ich hab nicht vor, mit meinem Equip hier zu verrecken. Eigentlich ist das nicht mein Wunsch. Aber mein Wunsch ist, ist ja auch ziemlich egal. Das Spiel ist voll brutal. Hallo? Okay, Hölle ist, glaube ich, nichts für mich. Ich muss mich jetzt erstmal kurz zurechtfinden. Geht das jetzt bis unten durch? Nein. Okay, jetzt gehen gerade beide runter. Beide Koordinaten. Jetzt nicht mehr. Weil ich stehe. Nee. Weil es halt so war. Es wird immer, wenn dann nur einer weniger. Mann, Leute! Damn. Ja, okay, die Mucke ist geil gerade. Aber ich... Ja. Ich weiß nicht. Müssten wir vielleicht hier hoch? Kein Gast da, der mich runterkillen will? Gast. Nennen die jetzt einfach Heliumballons. Okay, hier sieht's richtig aus. Wir hatten einen großen Platz beim Spawn. Einen ziemlich großen. Jetzt werden wieder beide mehr. Das heißt, wir müssen eigentlich in die genau entgegengesetzte Richtung. Ja, jetzt werden beide weniger. Jetzt wird der obere sogar ziemlich schnell weniger. Und der untere immer noch ziemlich langsam. Aber er wird... Ne, jetzt wird er wieder mehr, oder was? Er wird mehr, ja, ganz langsam. Jetzt wird er wieder weniger. Ich glaube, wir sind einigermaßen auf dem richtigen Weg. Oh nein. Es war doch schon wieder so ein scheiß Helium-Typ. Hallo?
Komm schon, Portal. Boah, der sagt nicht, dass hier ein Abgrund ist. Okay, es geht erstmal noch weiter. Ich glaube, wir sind einigermaßen auf dem richtigen Dampfer. Ich glaube, wir sollten da runter, oder? Warte, ich gehe erstmal, ich bleib erstmal hier oben, weil runter kommt man leichter als hoch. Okay. Wir müssen jetzt nur noch nach zu dir, zu der Seite. Die X-Koordinate ist richtig, uns fehlt nur noch die richtige Z-Koordinate. Aber jetzt gibt's wieder das Problem, dass ich da überhaupt erstmal runterkommen muss. Komm mal runter, ey. So. Oh, diese... Boah, ich hasse die Helium-Typen. Mit ihren aufgeblasenen Köpfen. 3 Meter Kopf und 2 Meter Gehirn, 2 Zentimeter, so, so, ihr versteht. Okay, an das große Seelensandfeld kann ich mich auch erinnern. Soulfeld. Okay, es gehen wieder beide runter. Nein, der eine nicht. Jetzt gehen beide runter gerade. Nee, jetzt geht wieder der andere nicht runter. Mann! Alter, wir sind doch fast da. Haben wir uns hier nicht gerade eben hochgebaut? Nee, aber das war ziemlich am Anfang, wo wir uns hier hochgebaut haben. Das war ziemlich am Anfang, ja. Ach, hier ist unsere... Hier hat unsere Jagd auch stattgefunden. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder nicht hier raus bin. Für alle Leute, die das jetzt scheiße finden, mit dass ich kein richtiges Special mache, ich habe ja erklärt, warum und wieso und weshalb. Ich würde ja auch lieber so was richtig Geiles machen, wie den Drache killen oder so, aber da müssen wir uns dann noch 100 Folgen ungefähr gedulden. Ah, ich weiß ja nicht, ob das hier so eine gute Idee war. Nein, 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 nein. Boah, Alter. Oh, ich hasse die Viechers, ne? Ja, Muss ich mich ja nochmal für loben. Nicht alle Menschen sind so blöde. Ne, ich bin was Besonderes. Lass mich in Ruhe. Ich mag das Spiel nicht. Okay, beide gehen runter, beide gehen runter, beide gehen runter, auch wenn der untere ziemlich langsam. Der untere darf ja auch ruhig langsam, sonst geht er eh zu weit. Ich gehe jetzt einfach hier so runter. Der untere darf von mir auch sogar wieder ein bisschen hochgehen, aber nicht zu schnell. In die Richtung geht der schon mal ganz schnell hoch. Dann geht er in die Richtung hier ganz schnell runter und in die Richtung hier ein bisschen runter, so. Und der da oben geht auch runter. Ich buddel mich hier mal kurz hoch. Boah, damit möchte ich eigentlich jetzt nicht meine Spitzhacke verballern. Vor allem, weil das hier voll nichts wird, weil ich immer viel zu viel wegraue. Boah, Alter, wie übel das an der Spitzhacke zieht. Komm, wir sind fast da. 0 und 7. Weißt du was? Warte mal. Ne, die Schippe kann halt nicht so schnell. Schade, weil die hat noch mehr Dingens. Also die Schippe, die Spitzhacke werden wir uns auf jeden Fall mit dem Amboss zurechtflicken wieder. Sobald die kaputt geht. Alter! Ja, wir sind ziemlich hoch gespawnt. Das stimmt schon. Ah, da ist Ende auf jeden Fall. Und auch ein Gast. Nein. Okay, wir müssten fast da sein. Irgendwo hier auf dieser Plattform sind wir dann wohl gespawnt. Ist auch nicht wirklich sehr abwegig. Hier vielleicht? Eigentlich ja nicht, weil wir schon wieder viel zu weit weg sind. Also wir wissen schon mal, runter müssen wir höchstwahrscheinlich nicht mehr. Aber höchstwahrscheinlich ist nichts wirklich Genaues. Hm.
Also, wir werden nicht viel schaffen in der Folge, ne? Nur damit die Folge 100 halt was länger ist und wir was machen, was wir im Let's Play noch nie gemacht haben. Genau deswegen gibt es diese Folge hier. Einfach nur deswegen. Ich mag die Hölle auch persönlich nicht wirklich. Na hallo. Alter, warte mal eben. 7. Warte, wo geht's? Da wird geht das runter. 0. Null. Um, minus 5 und plus 5. Ne, ich buddel mich hier jetzt nicht einfach runter. Das war eine Kackidee. Vielleicht müssen wir wirklich noch höher. Kann ich mir schon fast nicht vorstellen. Ich mache das hier übrigens extra nicht mit dem Höllenstein, weil ich dann so halt weiß, dass ich da oben schon mal war. Wenn ich da unten gleich zufälligerweise wieder bin, sehe ich, oben habe ich schon abgesucht. Naja, in der Hölle wird das ja alles so generiert. Da kann das auch mal sein, dass so ein Stab aus Höllenstein einfach so ist. Die Hölle ist ja so verrückt. Ist ja der Teufel zu Hause. Huch. Ah, sag jetzt nicht, dass das der Bedrock von oben ist. Sieht mir aber sehr stark danach aus. Ja, ist es auch. Ach Mann, ey, Kacke. Wir gehen in der Folge in die Höhle rein, suchen wieder raus und die Folge ist zu Ende. Pass auf, ey. Ach. Also höher schon mal nicht. Höher eindeutig nicht. Boah, ich möchte mich nicht einfach so runterbauen. Boah, was eine üble Spitzhacke, ne? Ich kann nicht oft genug sagen. Egal wie oft ich die schon benutzt habe, ich feiere die immer noch. Als wäre sie neu. Okay, da sind wir bei der nächsten Ebene angekommen. Und wie wir runterkommen, zeige ich euch jetzt. Uah. Okay, die Koordinaten stimmen ja immer noch einigermaßen. Aber das ist wieder die Ebene, wo wir gerade eben halt waren. Haha! Ma! Da haben wir uns hochgebaut! Oh. Okay, up in the real world. Mein Gott, okay, die Horror-Playlist läuft zwar immer noch, aber egal. Oh, alles so schön farbenfroh hier heute. Ja, ich habe die Render-Distance runtergestellt, jetzt merkt man es wohl. Huch, ach, oh, so. Hallo. So, dann gucken wir jetzt mal. Warte mal, hier ist noch nichts drin, ne? Wo ist denn Erde, werden wir viel haben? Holzsachen werden wir viel haben? Wo ist denn was, wo wir nicht viel von haben werden insgesamt? Wolle. Das heißt, in die gegenüberliegende Kiste können wir das rein tun. Und dann nehmen wir das Schild hier. Ja, das war geplant. Das war geplant. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal Höllenstein. Höllenstein. Und dann machen wir mal Strich, Strich, Strich und ein Pfeil. Dann! Ich bin fertig mit dir. So, zack, zack, zack. So, bom, 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 bom. So, haben wir noch fertiges Eisen? Nö. Aber wir haben Gold, dann machen wir uns das halt aus Gold, auch wenn Gold scheiße ist, aber egal. Wir brauchen nur ein Oberteil, auch wenn Gold jetzt übel schnell kaputt gehen wird. Machen wir uns lieber einen Helm.
Ach, Schuhe. Ne, Helm wäre schlauer gewesen. Ah, naja, das war, das wusste ich. Pflanzen, Pflanzen da. Blop, blop. Den könnte ich mal eben speisen. Genau. Ja, das speisen. Ja, hier mache ich, damit mache ich Rechtsklick in der Bude. Das wird noch fehlen. So. Dann können wir das hier auch noch zu Pflanzen packen. Da haben wir noch was aus Holz. Wo kam das jetzt her? Achso, ja, genau. Ja, dann ist jetzt halt ein D drauf. Für Daniel, wie mein Vorname lautet. Dann da Krimskrams und das auch. Damit ich da keine Scheiße mit anstelle. Ja, den hier brauche ich auch nicht. Da haben wir zwar noch eine Blume, aber die schmeiße ich mal eben weg. Und jetzt sind wir eigentlich ja schon mal besser vorbereitet als vorher. Eigentlich schon. Ja, sowas noch mal wagen. Ja, ich glaube schon. Kompass haben wir auch dabei. Ich weiß gar nicht, ob der in der Hölle funktioniert. Sonst hätte ich es ja gerade schon benutzen können. Naja. So. Na dann. Auch schön, wie hier jeder Block eine andere Farbe hat. Das, ja, das. Tschüss. So, aufbauen muss die sich doch jetzt eigentlich nicht mehr so übel wie vorhin, oder? Ja, genau. Willst du mich verarschen? Ich komme rein und dann... Das nenne ich mal einen herzlichen Empfang. Oh. Wieso habe ich eigentlich Eichenholz mitgenommen? Wieso habe ich das getan? Jetzt mal ehrlich. Und wieso habe ich meine ganze Erde weggelegt? Ich bin so verpeilt. Och, Alter! So. Ich würde am liebsten gerade gar nicht in der Hölle sein. Ich würde am liebsten weiterbauen am Dings. Ja. Tut mir leid. Boah, was soll das denn da, ey? Das ist ja echt nix. Was soll die Scheiße? Wo ist denn der? Wo ist denn die Fotze, ey? Wo ist... Ja. Alter. Da. Lass mich verarschen. Alter, der will mich verarschen. Da ist er. So, jetzt komm mal her. Du altes Weichei. Boah, du alte Kanacke. Komm her. Alter, ich schlag die Dinger zurück. Wenn du überhaupt mal mich treffen würdest. Ha! Also, da ist schon ziemliche Blödheit, möchte ich anmerken. Oh! Ha. Naja. Ich lauf mal weiter. Schön, wenn er immer Licht anmacht. Ich hasse es, wenn die da die ganze Zeit im Hintergrund am Singen sind. Bitte töte mich. Ich hab so ein schweres Leben. Ja, so ungefähr. Nur ganz anders. Ich nehme jetzt mal ein bisschen von dem Seelensand mit. Passt ja zu Weihnachten. Seliger Sand. Vielleicht ist auch sämiger Sand.
Wieso fällt der eigentlich nicht runter? Welchen Sinn hat das? Das ist doch Sand. Das ist doch Sand. Gib mir ganz viel. Was will ich überhaupt mit dem See? Ah doch, den könnte ich vielleicht für das Ausschmücken unseres Höllenportalraumes Ding benutzen. Das wäre doch eine nicht so schlechte Idee, oder? Ja, da könnte man das bestimmt mit einbauen. Der Weg dahin, damit der Weg echt schwer wird und ruppig. Dieser Weg ist steinig und schwer. Wie ein Bär. Oh yeah. Ich sing so gut wie Alex Clare. Nur habe ich nicht so ein Bart. Wie ein großer Bär. Tut mir leid. Also wer sich das hier immer noch antut bei der Folge, ne? Vor allem, weil wir noch nichts geschafft haben. Noch nix. Nix. So, hier die Steine, Quatsch, ja, das war jetzt der Sand, aber die Steine, wo wir auch schon ein paar von abgeladen haben, die werden wir auch benutzen für unseren Höllenraum. Oh, hier ist doch bestimmt irgendwo eine Festung und ich übersehe die ganze Zeit. Warte mal eben. Ja. Wo ging denn das? Wo ging denn das? Ah, da. Ach, winzig. Machen wir mal normal kurz wieder. Gucken, ob das wieder anfängt zu laggen oder nicht. Naja, so ist der Unterschied jetzt auch nicht mega berauschend, ne? Finde ich jetzt. Huch, was haben wir denn hier? Oh, jetzt kommt das wieder so eine Psychomusik. Echt jetzt? Oh, schade. Jetzt habe ich schon gedacht, aber es gibt ja gar keine wirklichen Höhlen in der Hölle. Und wenn doch, wär's mir neu. Naja, ich bin gerade am Ausschau halten. Oh! Hallo! Hallo! Nö. Nö, warum? Warum meinst du? Ich bin da nicht runtergefallen. Ja, verpiss dich. Ich wollte nur sagen, Du hast dich verguckt. Das war nicht ich, das war dann dir doch. Wow, one hit. Alter! Willst du mich verarschen? Nee. Nein, das ist nicht dein Ernst. Warte. 43 und minus 50. Nein. Nein. Da ist ja doch was passiert in der Folge. Aber nichts wirklich Berauschendes. Alter, seit wann machen die denn so viel Damage? 43 und minus 50. Oh, und Höhe 50 war das. Ja, ja, da habe ich jetzt, ja. Ja, genau. Okay. 43 und minus 50. Oh, verpiss dich doch, du Scheißviech da. Nee, mach ich nicht. Mach ich ja nicht. Die sind einfach so ätzend, die Viecher, ne? Nein, wir können doch nicht einfach gestorben sein. Hat der mein Portal? Der hat mein Portal ausgemacht. Hä, wie soll ich denn jetzt wieder zurückkommen? Warte mal eben. Ich muss mal eben nachdenken. Wie kommen wir denn jetzt zurück? Wir haben gar nichts. Wir können nicht mehr zurück in die normale Welt sonst. Muss ich jetzt das alte Safe State laden oder was?
Wir kommen doch nicht mehr zurück so in die normale Welt. Mir fällt da keine Lösung ein. Bevor wir jetzt unsere Sachen suchen und dann froh sind, dass wir die wieder haben. Und irgendwann wird uns halt Essen ausgehen, wir werden verrecken. Ey, was ein Pisser, ja? Dass die Sachen weg sind, okay, ist scheiße, aber... Warum macht der denn so einen Scheiß hier? Bullshit! Willkommen im Bullshit-Universum des 20. Jahrhunderts. Was soll ich denn jetzt machen? Weißt du was? Ich lade jetzt... Was stand da gerade? Yeah, Colomatic. Ich muss die alte Welt laden. Gut, dass ich sie mir immer kopiere. Habe ich das auch nach dem letzten Neustand... Fuck, habe ich die nach dem letzten Let's Play nicht kopiert? Ich gehe mal kurz gucken. Ich gehe mal eben gucken. Scheiße, das sieht aber nicht so aus. Als hätte ich die kopiert. Fuck, ey, das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen. Da müssen wir uns unser Inventar zurückmachen. Dann können wir in der Hölle weitermachen, aber... Nee, auch dann... Nee, das ist nicht... Ich scheiße, wieso habe ich nach der letzten Dingens nicht kopiert? Das mache ich doch sonst... Weil, weißt du, genau jetzt vergesse ich das. Was ist das jetzt für ein Scheiß? So können wir nicht mehr zurück in die normale Welt. Wir können hier noch nicht mal irgendetwas abbauen. Und unsere Sachen sind bestimmt eh schon weg. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ach, wie schön. Leben geht weiter, Leute. Naja. Aber was soll... Das kann doch nicht wahr sein. Wieso hat der unser Portal kaputt gemacht? Ist ja eine tolle Folge fürs 100er... für die 100. Folge. La la la. Ich überlege gerade echt, was ich machen können. Wenn wir uns das Inventar kurz zurückschieben würden aus der Kopie, weil daran hat sich jetzt nicht wirklich was verändert, bis auf ein paar Erdeblöcke und so. Wenn wir das machen würden... Nee, warte mal. Nee, doch, könnten wir machen. Und wenn wir das machen würden, dann kämen wir immer noch nicht aus der Hölle raus. Ich könnte mir das Inventar zurückmachen und dann kämen wir immer noch nicht aus der Hölle raus, weil wir kein Eisen dabei hatten. Geschweige denn Flint. Wir kriegen unser Portal nicht mehr an, Leute. Ich muss echt das Spiel, mein altes Inventar zurücksetzen. Und gleichzeitig mich mit dem MC Edit in die normale Welt porten. Boah, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass sowas passiert in der Folge. Was ein Scheiß. Ja, was soll man denn jetzt noch machen, den ganzen Rest? Ich würde sagen, ich mache das mal eben. Mir fällt da jetzt ehrlich nichts ein. Das ist ja ein bisschen... Das ist nicht nur ein bisschen scheiße, das ist sehr scheiße. Ich versuche gerade echt noch über irgendwas nachzudenken, damit ich nicht... Ist ja nicht wirklich cheaten, das ist aus der Situation hier gerade befreien. Ich komme ja nicht drum rum. Alles wegen diesen Kack-Zombie-Picks. Mann. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles hin, ne? Also, was ein Scheiß. Bis gleich. So, hey Leute. Was ein Scheiß. Ich weiß jetzt nicht wirklich, auf welchem Stand wir sind, aber wir haben ja auch nicht wirklich sehr viel geschafft. Ich habe jetzt wieder ein Feuerzeug und ich gehe jetzt einfach hier durch. Ich glaube, wir sind auch im gleichen Stand wie vorhin, ja, gleiche Stelle. Ich gehe jetzt einfach, ich habe jetzt eine Höllenphobie. Tut mir echt leid, ich mache die Folge jetzt in der normalen Welt weiter. Ich guck mal kurz, was der jetzt gespeichert hat und wenn es weg ist, dann ist nicht so schlimm. Ich lasse das jetzt mal kurz auf friedlich, weil
Na, ist wenigstens was passiert in der 100. Folge. Weil dann ist es ja egal halt. Wenn die Sachen jetzt weg sind, ich habe mir eh das Inventar jetzt zurück in Klammern gescheatet. Vielleicht ist es ja trotzdem da, ich weiß es nicht. Ja, die Sachen scheinen trotzdem da zu sein, aber unser ganzer Sand ist halt weg. Ja, war halt nicht so ein erfolgreicher Ausflug. Nicht so ganz. Und ich mache mal jetzt kurz auch die normale Playlist an und jetzt spielen wir einfach ganz normal weiter und machen das jetzt halt noch ein bisschen in dieser Folge. So, Sound müsste passen, oder? Sound passt. Dann mal los. Wieder ab zur Scheune, wo ich auch noch eine kleine Änderung vornehmen muss. So, ich nehme jetzt noch, weiß ich nicht, wie viel auf. Ich bin jetzt auch ziemlich aus dem Zeitplan raus. So. Dann, na. Ist ja nicht so berauschend gelaufen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Gucken und jetzt bauen wir halt ganz normal an der Let's Play Welt weiter, wo ich gemerkt habe, dass ich letztes Mal nach 10.000 Fails nochmal gefailt habe. Und zwar baue ich das jetzt doch noch einmal alles ein weiter nach innen, damit ich nicht diese Kack 5 da oben in der Mitte habe. So. War ja ein echt toller Höhlenausflug und trotzdem werden wir unser Höhlenausflug. Trotzdem werden wir unser Höhlenraum da noch ein bisschen verschönern und schicker machen. Ja, alles was wir jetzt halt in den letzten so und so viel Minuten, weiß ich nicht, in der Hölle geschafft haben, war, dass wir 64 Dingenssteine gekriegt haben. Also war es nicht wirklich cheaten, dass wir uns unser Inventar aufs Alte zurückgesetzt haben. Vergesst einfach den Höhlenausflug. Ich habe gedacht, wir finden eine Festung. Holen uns so ein paar komische Brennstäbe von den Typen da und dann bauen wir uns so einen komischen Tisch zum Tränkebrauen und so, aber das hat nicht alles so funktioniert, wie ich wollte. Und deswegen mache ich jetzt einfach in Let's Play weiter. Folge 200 wird dann halt ein richtiges Special, da werden wir unsere Rüstung und so halt zusammenkriegen, schätze ich mal. Ich hätte gar nicht erst zurückgehen sollen in die Hölle, ich hätte einfach auf meine Items verzichten sollen. Und ja, hier bleiben. Ich habe schließlich noch genug Diamanten. Mach das mal eben mit der Schippe hier, das geht was schneller. Es sei denn, man kommt nicht mehr dran. Hallo? Oh. Hallo? Was ist denn jetzt los? So. Mein Gott! Also das hier ist ja auch eine Baustelle, jetzt mal abgesehen von der ganzen Höllentour gerade. Ich konzentriere mich jetzt mal wieder hier auf das Bauen. Auf das Bauen. Es leckt gerade, es leckt, ja es leckt. Warte mal, ich habe hier noch ein Fenster offen, was ich schließen könnte, aber das wird nichts ändern. Es leckt sich wieder durch die Weltgeschichte, weil ich Optifine aus irgendeinem Grund nicht drin habe. Ja, ja. Ja, komm. Bis ich Optifine wieder drin habe. Ja, ja, bau die Welt auf. Alter, was geht denn jetzt gerade ab? Ich habe irgendetwas bestimmt wieder geöffnet, was nicht offen sein sollte. So, Browser geschlossen. Naja, ist nicht so berauschend gerade die Frame Rate. Keine Ahnung warum. Vielleicht wird meine Festplatte gerade voll. Ich habe da ziemlich viel ungerendertes Zeug drauf. Ziemlich viel. Ziemlich viel. Fast 3 Stunden habe ich neue Augen aufgenommen gestern. Und das ist da noch so gut wie alles drauf. Minus eine Folge, weil ich die schon gerendert habe und hochgeladen habe. Also sie ist ziemlich voll gerade, die Festplatte. So, und jetzt ab auf das Dach. Hallo? Hallo, Ren. Ja. Alter, ich weiß nicht, warum es gerade so verdammt leckt. So, und jetzt nochmal ganz in Ruhe an dieses Dach. Also 2, 2, 1, 1. Ja, die Seite ist richtig. Dann hier 2.
Dann kommt ja hier 4, aber wie, warte, ich muss da auch vorne mal kurz anbauen. So. Okay. Dann müssen wir jetzt hier die Reihe einmal kurz durchziehen. Ich habe heute natürlich kein Gesprächsthema, weil ich gedacht habe, dass wir jetzt um diese Zeit immer noch in der Hölle rumhängen. Dem ist aber nicht so und deswegen habe ich kein Gesprächsthema. Boah, wie übel das gerade leckt, ey. Übelst. Übelst hardcore, Junge. So, so. Die Reihe noch, dann hätten wir die dritte. Na, ich wollte ja eigentlich von unten anfangen zu bauen, aber ich vertraue jetzt einfach mal drauf, dass das passen wird. Ich vertraue jetzt einfach. Hast du gehört? Ich habe Vertrauen in dich, Spiel. Bitte verarsch mich nicht wieder. So, 1, 2, 3. Dann kommt hier die vierte. Genau, eigentlich wären es 5 gewesen. Also eigentlich sind es 4. Durch den Fail wären es 5 gewesen. Jetzt sind es wieder 4. Also alles im richtigen Rahmen. Dann wird es am Ende auch eigentlich gut aussehen müssen. Wie wir dann die Eingänge machen, weiß ich auch schon. Weil das ja natürlich wieder nicht glatt aufgehen wird. Was heißt wieder? Ja, okay. Der Bau der Scheune ist ein riesiger Fail, also da ist das Wort schon angebracht. Ne, bevor ich das Holz jetzt hinklatsche, gucke ich erst, ob das auch alles so passt jetzt. So, jetzt gehe ich hier einen runter und mache da 2 in der Breite. Ja. Ich bin mir jetzt einen Namen am Ausdenken für die Folge. Ihr werdet wahrscheinlich, ja, wenn ihr Augen im Kopf habt, werdet ihr sehen, wie die Folge heißt. Aber ich denke gerade drüber nach. Mit dem Sterben in der Hölle kann man ja bestimmt was Lustiges machen. Da muss ich mir mal was ausdenken. Ich habe ja noch einen Tag Zeit. 2 Tage sogar eigentlich, bis die Folge geschaltet wird. So, jetzt haben wir hier 2. Dann so. Dann machen wir jetzt hier 2. Ach, das macht mir auch mehr Spaß jetzt zu bauen. Ich mag die Hölle nicht. Besonders, ich hab eine Höllenphobie. Nee, also in Minecraft habe ich, glaube ich, echt eine Höllenphobie. Boah, das kommt mir schon wieder so vor, als würde das gleich nicht passen, ne? Das muss jetzt passen. Das kann nicht schon wieder nicht passen. Jetzt haben wir keine Erde mehr. Warte, wir machen jetzt hier 2. Dann geht das bis da. Dann haben wir da 1. Warte. Also in dieser Höhe, wo ich jetzt hinzeig, ist bis hier Holz, ja. Dann ist ein Holz auf dieser Höhe, ein Holz auf dieser Höhe und ein... Ja, es passt. Es passt, das heißt, ich kann jetzt hier Holz bauen. Okay. Ich glaube aber, ich habe noch ein bisschen Holz, ein bisschen Kohle, boah, ey. Erde im Lager. Erdkohle. Im Lager habe ich, glaube ich, noch was. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Erde halt. So geht das doch was schneller. Uch. Boah, freue ich mich, wenn das Grundgerüst hier fertig ist und wir an die, naja, Inneneinrichtung, kann man nicht sagen. Ja, an die Feinmotorik halt gehen können. Ah, fast ein Stack haben wir ja noch. Das ist ja noch ein bisschen was. Nee. Nee, so will ich das nicht. So will ich das nicht. So, na, hallo. Ich glaub's ja nicht. Ja, schaffen wir die Reihe noch? Ja, wir schaffen die Reihe noch. Und hier können wir noch anfangen. So. Mein Gott. Ob wir Holz haben, boah. Krass. Habe ich mich gerade wieder über meine eigene Blödheit erschrocken. Aber was geht mit der Framerate ab heute? Da hatte ich ja in der Hölle mehr Frames. Obwohl der da eigentlich epischere Bauten
laden muss. Okay, Holz haben. Ne, das ist Fichtenholz und Birkenholz. Erde haben wir aber da bestimmt noch, ne? Oh ja. Das ist schön, das sieht man gerne. Nehmen wir mal 3 Stacks mit lieber. Und dann werden wir, ja, das werden wir diese Aufnahme nicht mehr, also diese Folge nicht mehr schaffen in der 100. Das werden wir dann danach machen, Holz holen, Dach fertig machen und dann, ja, dann wird sich hoffentlich die Scheune mal zum Ende neigen. Dann können wir uns langsam mal dem Höhlenraum widmen. Also die Scheune muss schön werden. Nicht hetzen, sondern schön. Schön bauen. Ja doch, so ist das Dach okay. So ist das okay. Ich bin zufrieden. Warum das hier mal kurz so dunkel wird, der Himmel, weiß ich auch nicht. Alter, das ist so ein übelster Dauerleck gerade, das Spiel. Ne? Das Spiel ist gerade ein einfach nur ein Leck. Mehr ist das Spiel gar nicht. Jetzt kommt noch Windows dazwischen. Boah. So. Hier haben wir das. Dann geht das da weg. Das da auch. Warte, wir haben jetzt 2. Ah ja, genau, geht nicht weg. Geht nicht weg. Hier müssen wir noch einen für den 2. So, in der Höhe nämlich. Dann müssen wir die Reihe jetzt noch durchziehen. Ich ziehe das jetzt durch. Ich mache mein Ding jetzt. Wird's schon wieder dunkel, hä? Hä? Wird's schon wieder dunkel? Willst du mich trollen, Spiel? Willst du mich trollen? Ja, es wird dunkel, eindeutig. Das Spiel will mich verarschen. So, das mache ich jetzt aber noch in der 100. Folge. Keine Ahnung, wie lange ich am Aufnehmen bin. Ich bin komplett durcheinander gekommen mit dem Zwischenfall, von dem ich nicht mehr wirklich reden möchte. Er hat mich einfach psychisch zerstört. Ja. Ich möchte nicht drüber reden. Ich gehe auch morgen zum Psychiater, versprochen. Morgen mache ich das. Und dann werde ich dem über meine Probleme erzählen, die ich denn so beim Let's Playen jeden Tag erleide. Beziehungsweise einmal in der Woche. Ich nehme ja nicht jeden Tag auf, aber das ist trotzdem schlimm. Das ist immer wieder dasselbe. Ja, jetzt spielt ja noch die richtige Musik ein. Sind die Teile hier schon 8 hoch? Sind die Teile hier schon 8 hoch? Warte mal. Also hier oben sind 4, ne? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Das wäre dann die Höhe, wo ich gerade stehe. 1 wäre die Höhe, wo ich jetzt gerade stehe. Und das, ja, ist alles richtig. Ich habe schon wieder an mir gezweifelt, aber naja, ich werde jetzt die Folge beenden gehen. Boah, schön, dass das jetzt endlich mal fertig ist. Hopp, schön immer auf die Rüstung kloppen. Okay, ja, dann werde ich morgen jetzt direkt wieder aufnehmen, weil ich jetzt ja nicht schließlich nicht 4 Folgen habe, sondern die Stunde, was das ungefähr sein wird, in eine rendern werde. Keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich glaube, keine ganze Stunde, aber naja. So. Ja, wir hatten ja doch ganz schön viel Spaß. Ja, und es ist gerade wirklich abends bei mir. Es ist auch schon stockduster, also was echt sehr selten vorkommt im Winter, also Nacht. Wir sehen uns dann in den nächsten Folgen. Also, bis dann. Tschüss, Leute.